Hallo und herzlich willkommen zu Glas Live. Ja, wie ihr seht, habe ich heute diese 6 Kilo Hantel dabei. Die ist echt schwer und dafür braucht man schon eine ordentliche Maschine, um diese Hantel hier zu bewegen. Maria, hallo Ferdinand. Vielen Dank für das Kompliment. Ich würde natürlich gerne über diese Maschine sprechen, als über mich. Das machen wir jetzt auch, Ferdinand. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Du hältst die Hantel mit ausgestrecktem Arm und so lange läuft deine Zeit, um mir Features über die Maschine zu erzählen. Nee, oder? Mein voller Ernst. 6 Kilo. Gut, das ist natürlich schon ein ordentliches Gewicht. Da wollen wir mal versuchen. Da habe ich wahrscheinlich nicht so lange zu erzählen. Ne? Ich werde, glaube ich, nicht so besonders lange halten können. Gut. Du schaffst das, Ferdi. Los geht's, die Zeit läuft. Okay, also, 6 Kilo. Das ist ja, wenn man so will, 6 Kilo. Das Tausendfache von dem, was ich hier gerade in der Hand habe. Damit könnte man meinen, diese Maschine ist 1000-mal so stark wie ich. Das ist schon eine amtliche Maschine. Also, was haben wir hier vor uns? Ein Scorpion 69 Varipower. Und wir haben natürlich allerhand an Funktionen, an Features da drauf. Kinderleicht. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Hier sind sogar zwei Jungs drauf, also im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht zu bedienen. Was haben wir so alles? Smart Loading. Welche Funktionen sind das? Wir haben zum Beispiel die Schaufelrückführautomatik. Wir speichern sozusagen eine Schaufelposition ab und können dann die Schaufel wieder auf die originäre Winkelposition zurückführen. Das mache ich jetzt hier mal gerade vor. Also man speichert eine x-beliebige Position ab und dann kann man diese dann wieder anfahren. Heiliger Ey. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus, Ferdi, aber ich hätte gern, dass du auf die Ausgangsposition zurückfährst. Sehr gut. Ja, was ist eine andere Funktion? Wir haben zum Beispiel die Rüttelfunktion verbaut an der Maschine. Man kann das ganz gut sehen. Mein Arm, der fängt jetzt auch schon langsam das Zittern an. Rüttelfunktion bedeutet, die Schaufel schüttelt sich automatisch aus, wenn ich zum Beispiel das Material aus der Schaufel rauskriegen will. Sieht gut aus, Ferdi. Weiter. Boah. Alter Scheiße. Ja, 9 Meter, das ist die Hubhöhe. Wenn man die jetzt ganz nach oben macht, ist es wirklich unglaublich, wie schwer dieses Ding hier wird nach der Zeit. Jo. So, was haben wir noch? 9 Meter. Wir haben eine Schwingungstilgung verbaut. Das heißt also im Fahrbetrieb, kann man ganz gut darstellen, im Fahrbetrieb über holprige Spuren oder so, kann ich also ein Federn des Hubmastes hier abbilden und damit habe ich einen hohen Fahrkomfort, wenn ich dann auf der Straße oder auf dem Feldweg unterwegs bin. Sieht nach maximalem Komfort aus. Ferdi, bei dir sieht es nicht mehr ganz so komfortabel aus. Mit der 200 Liter Leistung an der Hydraulik habe ich natürlich eine ordentliche Hubleistung, also kann ich ordentlich ein- und austeleskopieren habe eine ordentliche Endlagendämpfung verbaut. Alter, es geht nicht. Ja, was haben wir noch? Eine Schnellwechselplatte haben wir verbaut. Damit kann ich das Arbeitsgerät relativ schnell und einfach ablegen. Heilig. Ferdi, ich sehe, du bist am Kämpfen. Du bist wirklich hart am Kämpfen. Aber das kann ich nicht gelten lassen. Ab wieder aufnehmen, bitte. So, das ist dann jetzt aber wirklich die... Also mehr als 10 Sekunden kann ich nicht mehr irgendwas erklären. Was haben wir noch? Wir haben Varipower-Fahrantrieb, einen stufenlosen Fahrantrieb, mit dem ich von 0 bis 40 km/h dann dieses Fahrzeug hier stufenlos über die Straßen bewegen kann. So, und da sehe ich schon mein Kumpel Bernd hier aus dem Bereich Ladetechnik. Übernimm mal bitte. Also so wird das nichts. Also, Ferdi, ich danke dir schon mal, Bernd. Super Übung. Ich muss dir jetzt die Regeln erklären. Die Regel lautet, mit einer Hand den ausgestreckten Arm die Hantel festhalten. Einer Hand. Nee, ich mache nur Radlader. Nee. Radlader hat eine Schwinge mit 2 Armen, also. Na? Okay, dann aber hier. Arm, ausgestreckter Arm. Genau. Jetzt so. Geht's los. Bernd, deine Zeit läuft. Gleiche Spielregeln. Ja, unsere Radlader gehen von über 20 Tonnen, ne, was natürlich sehr groß ist, bis hin zum ganz kompakten 5-Tonner. Natürlich haben wir auch sehr viele Features mit an Bord, wie zum Beispiel eben Smart Loading. Ne. Das ist zum einen natürlich hier die Schaufelstellung, aber natürlich dann auch den Punkt hier, dass ich noch eine Höhe abspeichern kann, ne, je nachdem, wie ich das eben dann auch einspeichern oder auch abrufen möchte. Dann hätte ich gern die Höhe, so die Höhe ausgestreckte Arm. Ja, habe ich doch. Na, und natürlich, unsere Fahrzeuge zeichnen sich natürlich auch dadurch aus, dass wir unter anderem natürlich eine sehr tolle Gewichtsverteilung haben. Das heißt, wir haben extrem viel Gewicht möglichst weit hinten, weil die Einbaulage des Motors möglichst weit hinten, möglichst tief ist, sodass natürlich hier der Schwerpunkt ideal ist bei dem Fahrzeug. Na? So, was ist jetzt los? Jetzt ist hier die Fitnessstunde beendet, oder wie? Das reicht jetzt hier allmählich. Ich weiß auch gar nicht, dieses Gewicht ist auch irgendwie verschwunden jetzt allmählich hier. So, ich sehe schon. Feierabend. Also, ihr habt's gehört. Ich bedanke mich bei meinen beiden starken Jungs hier, bei den beiden starken Maschinen. Ich bin die letzten 6 Tage nicht ins Schwitzen gekommen. Ist das eigentlich live? Ja, ne? Okay. Also, vielen Dank an euch. Wir sehen uns morgen, wenn es zum nächsten Mal heißt, bei Glas Live. Hallo und herzlich willkommen.